Moin, ich bin Ove von T&T E-Mobility. Ich bin Kfz-Sachverständiger, fahre seit 2016 rein elektrisch und muss heute mal mit einem Video ein wenig aufräumen. Denn da draußen ist wirklich eine Menge los und das geht mir so ein bisschen auf den Senkel tatsächlich. Und meine Meinung dazu erfahrt ihr hier gleich nach dem Intro. Aber jetzt macht ihr erstmal hier unten die Glocke und abonniert den Kanal und dann geht's gleich los. Ich habe euch eine Menge zu erzählen. Ja, ihr habt es ja schon mitbekommen, es ist im Moment die Hölle los da draußen. Es geht um Elektromobilität, es geht um die Zulassungszahlen. Die Elektroautos stehen wie Blei von allen Richtungen, ob es aus der Politik ist oder aus den Medien. Es wird ohne Ende gebasht. Elektromobilität ist dann doch nicht die Zukunft und so weiter. Ich habe euch mal ein paar Zahlen aus dem Kraftfahrtbundesamt rausgesucht, die ich hier gerade vorlese. Batterieelektrische Fahrzeuge sind im März deutlich eingebrochen. Die Zulassungen sind um 28,9% gesunken. Wir haben jetzt 31.000 zugelassene Fahrzeuge in dem Monat und der Anteil der BEV-Fahrzeuge ist somit bei 11,9%. Im Jahr davor betrug er noch 15,7%. Ja, die Verbrennermarktanteile sind dagegen natürlich gestiegen. Ich habe viele Kontakte zu Autohäusern. Der Gebrauchtwagenmarkt für Verbrennungsfahrzeuge, der läuft super. Der größte Anteil an Neuzulassungen entfiel mit 37,8% auf reine Benziner und 18,3% Dieselfahrzeuge. Ja, wie ich anfangs sagte, seit 2016 fahre ich rein elektrisch und das auch sehr gerne. 2017 haben wir diesen Kanal gegründet, ist also auch schon ziemlich lange dabei und ich habe mit über 700 Videos gezeigt, schon ganz, ganz früh, was überhaupt schon alles möglich ist mit Elektroautos. Wir haben Videos gemacht über Langstreckefahrten, 2000 Kilometer am Stück und Reisen in Urlaubsländer, wo auch die Infrastruktur noch nicht so weit war. Das ist ja auch schon lange her. Wir haben einen Totalschaden Elektroauto repariert. Dort konnte ich zeigen als Fachmann, dass das möglich ist. Wir haben mit Mathieu Recht zusammen einen Elektro-Oldtimer umgebaut, also ein 66er Mustang, 6-Zylinder mit Dreigangschaltung genommen und dort Tesla-Batterien eingebaut und den elektrifiziert. Also wir haben wirklich schon eine Menge gebracht. Und nun, ja, seit fast, ja, ich sag mal, einem halben Jahr ungefähr, wird von allen Seiten auf die Elektromobilität eingedrescht. Da gibt es so Autopäpste wie den Dudenhöfer, der also in meinen Augen ein Wendehals ist, der mal so sagt, ich weiß nicht, wer ihn bezahlt. Mich bezahlt hier jetzt keiner außer mich, denn diese Sendung wird präsentiert von Shop for Nothing. Ja, es wird von allen Seiten eingedrescht auf die Elektromobilität. Politiker, die auf LinkedIn irgendwelche Kommentare schreiben, dass sie mit E-Fuels oder mit dem HVO, diesem Diesel, Klimadiesel, wenn ich das schon höre, wird mir schlecht, die Welt retten. Ja, das kann allenfalls ein Mittel dazu sein, den riesen Bestand, den wir auf der Welt an Verbrennungsfahrzeugen haben, vielleicht noch am Leben zu erhalten. Das ist ja auch gut so. Das ist ja auch eine gute Sache, dass die Dinge, die schon vorhanden sind, auch weiter genutzt werden. Denn das ist CO2-mäßig viel besser, als wenn man andauernd neue Autos baut. Das ist klar. Also wir können den Bestand, den wir haben, wenn du jetzt einen Audi fährst oder sonst was, der absolut super läuft, fein weiter. Bis es nicht mehr geht, bis du eine große Investition tätigen solltest, dann würde ich mir überlegen, auf ein Elektroauto umzusteigen. Denn, ja, und das ist es, die Kosten für ein Elektroauto sind gar nicht mehr so hoch, wie sie anfangs waren. Der Kaufpreis ist nach wie vor in der mittleren Ebene, aber du kriegst heute auch schon ein gutes Elektroauto für 6.000, 7.000 Euro. Ja, wenn du bei mobile.de oder Autoscout mal guckst, kannst du sehen, was es da schon alles gibt. Denn der Elektroautomarkt, und jetzt kommen wir zum Punkt, ist am absoluten Boden angelangt. Wir haben günstige Preise, die Nachfrage ist gering und der Markt ist voll. Ja, woran liegt's? Klar, es gab eine Förderung, viele haben Elektroautos gekauft, haben sich gedacht, gut, die 7.500 Euro, die stecke ich mir ein, kaufe das Ding, fahre das und dann schaue ich mal, wie es mir geht. Die meisten von denen fahren die Autos auch noch, viele, viele wurden und das war ein toller Markt für viele Autohäuser oder auch für Spekulanten. Da hat der Staat eine Menge mitverdient.
wurden 20 bis 22 nach Dänemark verkauft. Dort gab es eine riesen Nachfrage. Das war eine schöne Sache. Da sind Tausende von Autos gelandet. Ja, aber das ist eingebrochen und dann sieht man, okay, der Markt reguliert sich. Das heißt, viele, viele Elektroautos sind jetzt da. Die Aufklärung und die Akzeptanz in der Bevölkerung, ein Elektroauto zu kaufen, ist natürlich durch diese immensen negativen Nachrichten, die gerade wieder in den Medien gestreut werden, so hat dazu geführt, dass sie verunsichert sind. Die wissen nicht genau, soll ich das jetzt machen? Jetzt sagen die in den Medien, Elektroauto ist nicht die Zukunft, fahre ich doch lieber wieder einen Verbrenner. Ja, ich verstehe das. Wenn man natürlich nicht vom Fach ist oder auch nicht bereit dazu ist, sich intensiver mit der Elektromobilität zu beschäftigen und auch damit zu beschäftigen, ich muss laden, ich brauche Strom, ich wohne im fünften Stock, bei mir geht das nicht und so weiter und so fort, habe ich unzählige Videos darüber gemacht. Es gibt immer eine Lösung, kannst im fünften Stock auch nicht tanken. Dann ist man verunsichert. Und das führt dazu, dass der Käufer oder der Konsumer jetzt sagt, ich kaufe mir lieber wieder einen Verbrenner. Ja, das ist für mich das Richtige, das läuft seit 100 Jahren, das funktioniert, verstehe ich auch den Gedanken. Aber ihr müsst ja auch wissen, und das denke ich, wissen auch die meisten, die Hersteller haben ja das Ziel, 2035 CO2-neutrale Fahrzeuge anzubieten, also die kein CO2 mehr ausstoßen. Und das läuft schon seit ein paar Jahren. Das heißt, die Hersteller haben sich ganz klar darauf manifestiert, wir werden die Zukunft elektrisch bestreiten. Sicherlich gibt es einige Nischenhersteller, wie zum Beispiel Ferrari oder so, die sagen, okay, wir versuchen das so lange wir können, aber auch die müssen eine Lösung finden, um ihre Fahrzeuge nach 2035 zu verkaufen. Viele denken, ab 2035 darf gar kein Verbrenner mehr fahren. Das ist natürlich falsch. Alle, die laufen und funktionieren, werden natürlich auch weiterlaufen. Wir werden auch 2060 noch Verbrenner auf den Straßen sehen. Und dieses Verbrennerverbot heißt nicht, dass diese Autos nicht mehr laufen dürfen, sondern dass sie halt nicht mehr verkauft werden. Und das ist auch eine gute Sache. Nochmal zum Punkt, die Hersteller arbeiten an der Zukunft und in 2035 wird das so sein, dass dann auch nur noch solche Fahrzeuge verkauft werden. Das ist ein wichtiger Schritt, denn im Grunde müssen wir dafür sorgen, dass es unserem Erdball, unserer Zukunft in Zukunft besser geht. Ja, dazu werden dann auch noch Kraftwerke abgestellt von unserer Regierung, Kohlekraftwerke. Dort wurde ja zum April vor ein paar Wochen ein riesen Blackout vorausgesagt, weil ich weiß nicht, fünf oder sechs, schreibt es mal unten rein, ob ihr es wisst, Kohlekraftwerke abgeschaltet worden, weil wir natürlich in Deutschland die Zukunft auf regenerative Energien setzen. Und dieser Blackout hat natürlich nicht stattgefunden. Und das Netz ist stabil. Aktuell haben wir, und es wird jetzt zum Sommer natürlich viel mehr, einen Riesenanteil an regenerativer Energie. Sonne und Wind stellen keine Rechnung, das wisst ihr, und da wird in Zukunft auch kräftig ausgebaut. Ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg. Und wir exportieren auch viel Strom und importieren natürlich auch in Spitzenzeiten Strom von anderen Ländern. Aber im Großen und Ganzen ist es nicht so viel, wie die meisten denken. Da gibt es auch, vielleicht kann ich das hier mal einblenden, eine Statistik dazu. Ja, okay, kommen wir zurück zu den Elektroautos. Jetzt stehen die Kisten da, die Preise sind im Keller und kommen jetzt dahin, wo der normale Otto-Normalverbraucher, den ich oft unter den Kommentaren in meinen Videos höre, sich so ein Auto leisten kann. Ja, so ein Tesla Model 3 oder so ein ID.3 gibt es schon für 25.000 und die gehen weiter runter. Aber, und da bin ich mir ganz sicher, denn irgendwann wird es auch der Letzte geschnallt haben, dass die Kosten für so ein Elektroauto dadurch, dass diese hohen Inspektionskosten und Wartungsintervalle wegfallen, diese Spritkosten, der Kraftstoff ist ja nun nicht besonders günstig, auch wegfällt. Man mit zum Beispiel Firmen wie Tibber oder sonstige Startups, die dafür sorgen, dass man den Strom zu Hause auch bezahlen kann. Wir haben hier zum Beispiel Tibber bei uns im Shop und dort ist teilweise der Strom bei 15, 16 Cent, gerade über Nacht. Und dann kann man auch günstig laden. Und auch die Ladenetzwerke, was bei vielen immer noch ein Argument ist, wo soll ich denn laden? Ja, wir haben schon über 80.000 Ladepunkte in Deutschland, wo man ein Elektroauto laden kann und 15.000 Tankstellen. Da sind natürlich auch mehr Zapfsäulen drauf, das ist klar, aber auch die Ladepunkte wachsen wie verrückt.
Also seit 2016 fahre ich rein elektrisch. Damals war das wirklich noch ein bisschen schwierig, was zu finden. Aber heute ist das wirklich überhaupt kein Problem mehr. Dafür ist gelöst. Auch für den, der im fünften Stock wohnt. Denn der Ladepark, also die Tankstelle der Zukunft, ist dann auch nicht mehr weit. Und viele Hersteller, wie zum Beispiel Shell und Aral, das habt ihr vielleicht mitbekommen, tauschen einige Tanksäulen aus, stellen dort Ladesäulen hin, schöne High-Performance-Charger, mit denen man dann auch schnell laden kann. Ja, das ist die Zukunft, da geht die Reise hin. Und meine Prognose, und deswegen mache ich dieses Video, wir sind jetzt am tiefen Punkt angelangt. Jetzt ist es soweit, dass die meisten, die sich für ein neues Auto interessieren, intensiv mit dem Thema beschäftigen. Wir sind natürlich in Deutschland als Autoherstellerland gebeutelt. Wir haben eine Riesenindustrie dahinter stehen und die Menschen, die irgendwelche negativen Posts und so schreiben, haben oftmals natürlich auch den Background oder das Geld, was sie dafür bekommen, schlechte Sachen zu schreiben. Aber irgendwann wacht jeder auf. Die Nerds und die Early Adopters, die haben jetzt schon ein Elektroauto. Wir sind jetzt in einer Gap, in so einem Tal angekommen. Das war auch damals in Norwegen so, wo die Unsicherheit jetzt langsam schwinden wird. Wenn man jetzt nachrechnet, TCO, Total Cost of Ownership, dann ist das Elektroauto wesentlich günstiger im Unterhalt als ein Verbrenner. Und das kommt jetzt irgendwann in den Köpfen der Menschen an. Meine Prognose ist, für dieses Jahr nach den Ferien, September, August, werden sich die Gebrauchtwagenpreise stabilisieren. Sie werden also nicht weiter sinken für Elektroautos, sie werden sich angleichen. Angebot und Nachfrage ist hier jetzt ganz deutlich zu sehen nach dem jahrelangen Hoch der hochpreisigen Elektroautos. Die Hersteller werden die Fahrzeuge günstiger anbieten. Die Elektrokomponenten, wie zum Beispiel die Hochvoltbatterie, kostet nur noch halb so viel wie vor ein paar Jahren. Auch hier werden die Preise sinken. Wir werden diese großen Rohstoffe, die wir aktuell und auch bis vor kurzem noch in Fahrzeugen hatten, werden nicht mehr gebraucht. Es kommen Natriumbatterien, Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Es geht rasant in die richtige Richtung. Die Entwicklung läuft auf Hochtouren. Ja, und bezahlbare Elektroautos, nach denen immer wieder geschrien wird, die werden jetzt kommen und die gibt es auch schon. Und ich denke, dann wird es so sein, dass sich der Markt regulieren wird. Dieses Schneeballsystem, was wir haben in der Elektromobilität, also jemand, der ein Elektroauto gefahren hat, der wird begeistert sein. Ich kenne eigentlich nur einen von tausenden von Leuten, der sein Elektroauto dann doch nicht mehr gut fand, weil der ist einfach ein Langstreckenfahrer. Das ist so ein Vertreter, der fährt am Tag 1000, 1500 Kilometer. Und er sagte, die Laderei, wobei das auch echt immer schneller wird, die geht ihn auf den Senkel, hat sich wieder einen Diesel gekauft. Kann ich auch verstehen, passt vielleicht noch nicht für alle, ist auch in Ordnung. Aber für die meisten, für 95% der Deutschen reicht das. Die fahren nämlich nur 32 Kilometer maximal am Tag. Und dann kann das Fahrzeug nämlich stehen. Das ist nämlich eigentlich ein Stehzeug, weil es nämlich fast nur rumsteht. Das kennt ihr auch. Auch aus eurem Bekanntenkreis oder auch von euch selbst. Ihr fahrt zur Arbeit, dann steht das Auto und ihr fahrt wieder zurück und dann abends vielleicht nochmal irgendwo hin oder am Wochenende. Ansonsten steht das nur. Und ihr kennt ja meinen Spruch, steht er, dann lädt er. Das heißt, wenn ihr dann irgendwo steht und das Auto parkt, dann könnt ihr es auch laden. Die Lademöglichkeiten gibt es. Ja, wie ich schon gesagt habe. Ich glaube, es geht bergauf. Ich habe ein gutes Gefühl, denn der Markt wird es regulieren und jeden, den ich bisher habe, mal ein Elektroauto fahren lassen, und das waren wirklich Tausende, der ist begeistert. Und die kaufen sich dann eins und so geht es dann langsam weiter. Wenn jetzt noch die Hersteller etwas mehr aufklären würden und auch die Verkäufer in den Autohäusern sich etwas mehr damit beschäftigen würden, denn es wird auf sie zukommen, es wird so sein, dass in Zukunft diese Autos nur noch angeboten werden, dann ist die Aufklärung und die Unsicherheit für den Käufer auch etwas gedämmt oder gedämpft. Und ich hoffe, das wird in Zukunft so passieren und die Elektromobilität wird sich dann durchsetzen. Ich würde mich freuen, wenn ihr hier unter dieses Video mal eure Meinung schreibt, wie ihr dazu steht, wie ihr das seht, ob ihr das auch so versteht oder ob ihr sagt, es wird nicht funktionieren. Der Verbrenner wird, den wird es immer geben und ihr seht da keine Zukunft in Elektromobilität. Das ist der Tenor, den ich von ganz, ganz vielen Zuschauern und Followern bekommen habe und auch auf vielen Foren, auf Facebook und so weiter, wo man ab und zu zugange ist, zu hören bekommt.
Aber ich denke, wir müssen auch für die Zukunft sorgen. Und wenn du den Wirkungsgrad, der dreifach besser ist bei einem Elektroauto zu einem Verbrenner siehst, spricht nichts dagegen. Verbräuche sinken. Strom wird auch irgendwann, denke ich, günstiger werden nach dieser Corona-Hochphase, die wir jetzt hatten. Und dann geht es schon irgendwie. Ich würde mich freuen und bedanke mich für euer Zuschauen. Ich bin Ofe, Kfz-Sachverständiger von T&T E-Mobility. Und mit unserer Veranstaltung, dem E-Cannonball, zeigen wir seit 2018, dass mit Elektroautos schon alles möglich ist. Ich hoffe, du bist dabei. Du weißt ja, Elektroauto steht er, dann lädt er. Kanal abonnieren nicht vergessen. Bis dann. Ciao.